Absolut. Also müssen wir da Zeit dann eben erst. Klar. Kontakte, also einmal eben, dass Sie sagen, Mensch, Sie wollen in die Karteien von Maklern, ja. Und dann natürlich einfach stinknormale Mund-zu-Mund-Propaganda, dass Sie jedem erzählen, der es hören will und auch nicht hören will, dass Sie ein Haus suchen. Ja, wirklich ganz simple Sachen. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Wohnung suchen, das kriegt man schon eher mal mit in einer Eigentümerversammlung, das sofort. Dass irgendjemand sagt, Mensch, ich will verkaufen. Oder der Müller aus dem dritten Stock, der will verkaufen. Oder der Meier, der, was weiß ich, der geht jetzt ins Altenheim. Oder was auch immer. Ja, da ich die Ohren aufhalte. Eine Frage? Keine Frage. Achso. Bei mir war es so, ich habe eine Wohnung und da ist die Voreigentümerin leider verstorben und die Erben hatten kein Interesse, das Objekt zu vermieten. Und das war der gleiche Hausmeister, den ich auch bei meiner Wohnung, und der hatte das halt erzählt. Und dann cool. Hat er mir die Telefonnummer gegeben, habe ich mich in Verbindung gesetzt und dann ist eins zum anderen gekommen. Super, spitzenmäßig, ja, Hausmeister. Ich kenne jemanden, der ist bei einem Ablesedienst. Der war auch mal vor ein paar Jahren hier Teilnehmer. Der hat mittlerweile, weiß nicht, 6, 7 Wohnungen. Ja? Der ist bei einem Ablesedienst und quatscht mit den Leuten. Das macht er nebenbei. Ja? Verdient sich da, weiß ich nicht, noch irgendwie 400 Euro jobmäßig irgendwas dazu. Und der sabbelt eben gerne und ist gerne schnackt mit den Leuten gerne. Und der hat also schon da den einen oder anderen heißen Tipp bekommen, ja? An den man sonst so gar nicht rankommt oder erst viel, viel, viel später. Was gibt es denn sonst noch für Leute, mit denen man sprechen kann? Also Hausmeister schreibe ich nochmal auf, den finde ich richtig gut. Super Tipp. Hausverwaltung. Ja, ich sag mal Hausmeister, Verwaltung. Ja. Wollen wir selber nehmen. Genau. Aber ist ja egal, geht ja so und so. Klar. Ja, aber schon. Es ist ein Weg. Ja, ist es für exakt. Ja, super, wunderbar, ja. Ne? Verwaltung, klar, die dann komischerweise auch noch eine Maklerfirma meistens haben. Ne? Ne? Weil offiziell, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, es machen ja viele Hausverwalter, die dann eben auch die Wohnung, was weiß ich, von irgendjemandem im Haus an irgendjemand anders verkauft. Und die nehmen in der Regel eine Maklerquotage als Hausverwaltung, dürfen sie nicht. Tun sie es aber trotzdem. Ist in Hamburg und Umgebung absolut gängige Praxis. Könnte man aber im Nachhinein den wahrscheinlich an Karten pinkeln. Und die meisten haben eine zweite Firma. Klar, oder die Ehefrau oder die Tochter oder Sohn oder wie auch immer. Wo könnte man denn sonst noch was hören? Rechtsanwalt, ja, Notar, ganz klar. Ja. Und sollte vielleicht auch den Wunsch bei dem eigenen Steuerberater mal kundtun. Weil der dann ja auch andere Mandanten hat, die zum Beispiel in Not kommen. Ganz genau, ganz genau. Oder es muss ja noch nicht mal sein, dass die jetzt in Not kommen, ja, sondern es kann ja auch häufig genug sein, dass die einfach sagen, Mensch, ich bin jetzt 80 oder Ende 70 oder was weiß ich, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Ja, Erben gibt es vielleicht keine. Ja, und wenn sie Glück haben, will dann der Notar oder kennt sich der Steuerberater selbst mit Immobilien nicht aus, weil sonst greift er das vorher ab. Ja, wird ein Däubel tun, Ihnen das dann zu geben. Oder er sagt, Mensch, ich habe schon genug, ich habe gar keinen Nerv mehr drauf auf Mieterhöhung oder ähnliches. Ich mache das gar nicht mehr. Da müssen Sie einfach mal wirklich gucken und mit so vielen Leuten wie irgend möglich sprechen. Also Rechtsanwalt, Notar oder, das ist aber nur eine sehr bedingt mögliche Sache, wenn Sie einen extrem guten Kontakt zu Ihrem Notar haben, dann kann der auch mal, das darf er zwar eigentlich nicht so, aber dann kann er Ihnen auch mal sagen, wer im Grundbuch steht und wo derjenige wohnt, zum Beispiel. Geht. Aber nur, wenn Sie einen extrem guten Kontakt zum Notar haben. Und mit extrem gut meine ich jetzt nicht, dass Sie zweimal irgendwie da waren, weil dann macht er das garantiert nicht. Und dann ist auch, sagen wir, der Kontakt zum Notar gar nicht so wichtig, sondern ich sage immer, die Damen, die wirklich Gold wert sind, sind die Notariatsfachangestellten. Inserate aufgeben hatten wir schon, ne? Das wäre noch eine Möglichkeit, nee, hatten wir noch nicht. Ja, selbst Inserat. So, also Sie können zum Beispiel in die Bankabteilung gehen, ja, die also praktisch sich mit der Verwertung und die sich mit der Zwangsversteigerung beschäftigen. Das
funktionierte bis vor ein paar Jahren extrem gut. Das hängt auch von der Bank ab. Sie müssen sich da mal durchfragen. Ja? Es gibt aber mittlerweile auch Abteilungen, also bei der großen Sparkasse hier in Hamburg weiß ich das, die geben da mittlerweile keine Nummern mehr raus, ja, weil da so viele Leute anrufen, die mit solchen Anliegen kommen. Ja, aber wir mit dem eigenen Makler zusammen. Genau, mit dem großen G und dann Berger. Genau. Ja, also ich sag mal, die Verwertungsabteilung, mit denen können Sie arbeiten. So heißt ja? Nein? Ja? Gut. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schiff.